Es ist wieder mal ein arbeitsreicher Montag. Herr Müller sitzt in seinem Büro und erstickt langsam in Arbeit. Der Aktenberg vor seiner Nase will und will nicht kleiner werden. Und ständig kommt jemand und möchte was von ihm. Super wichtig und dringend, versteht sich. Sein Boss will außerdem schon wieder eine Analyse. Diesmal zum Personalbedarf. Dabei hätte ich hier selbst dringenden Bedarf. Jeder ist sich schließlich selbst der Nächste. Genau. Ich brauche erstmal jemanden, der mich von dem ganzen Kleinkram hier befreit. Dann kann ich mich wichtigeren Dingen zuwenden. So, schon viel besser. Der Schreibtisch ist wieder schön ordentlich und meine neue Mitarbeiterin geht ganz in ihre Arbeit auf. Kein Wunder, wer würde nicht gerne hier bei mir arbeiten? Jetzt kann ich mich endlich voll und ganz der Personalbedarfsanalyse widmen. Da gibt es doch auch verschiedene Modelle.